So, damit willkommen zurück zum Halbfinale hier. Panther Sports gegen die Kopenhagen Wolves und es steht 1:0 für die Deutschen. Und wir haben gerade 16:10 gesehen. Panther hat es ein bisschen gestrauchelt am Ende der ersten Halbzeit, aber dann ging es ziemlich sauber über die Bühne das Ganze. Und jetzt haben wir die Map-Wahl von Panther selbst. Jetzt haben wir das 2 und es gibt die Möglichkeit für die Deutschen da direkt ins Finale einzuziehen, wenn sie die Map jetzt für sich entscheiden. Und ich bin gespannt. Wir schauen mal, ob die Dänen sich noch im Spiel halten können oder ob Panther vielleicht mit einem 2:0 alles dicht macht. Schauen wir kurz rein. Die Knife Round geht gleich los. Und natürlich interessant, wie dann die Seitenwahl auch aussieht. Das 2 vielleicht die einzige Map, wo man sich überlegen könnte, auf der T-Seite anzufangen. Trotzdem, sagen wir mal, 95% aller Teams, die Knife Round gewinnen, starten als CT. Trouble mit zweimal links, einmal rechts. Und Panther darf sich die Seite aussuchen, werden wahrscheinlich trotzdem als CD starten. So, also, wie gesagt, 1:0 für Panther und bester Stream-Modus bedeutet, wenn sie jetzt die Map holen, dann ist Kopenhagen Wolves raus. Schauen wir uns die First Round mal an. Panther wieder offensiv, das spielen sie öfter mal gerne über kurz, einfach in der First Round, um ein kleines bisschen auch Informationen zu bekommen, aber Cillian sofort aufgepasst. Flash saß ganz gut, aber er hat seine 2-3 Schuss, die er hatte, vergeigt. Ah, schön von Dennis. Eigentlich erst unten auf den Gegner geschossen. Kurz mal hochgezogen. Und ordentlich angeschossen da unten. Auch hier, auch auf das 2, ist es relativ wichtig, dass man den Gegner schon ein bisschen reduziert. Bevor es da wirklich losgeht. Ansonsten kann es gut passieren, dass man über den Rand, über den Haufen gerannt wird. Ich denke, die Kopenhagen-Wolves, die werden jetzt hier gleich Richtung B versuchen durchzupushen. Und Panther steht da schon ganz gut bereit. Dennis, schön mal eben noch einen weggeklickt. Sauber. Ach, das macht er gut da oben an der Kante. Munition ist aber komplett leer. Hat unten in der Mitte schon mal geschossen. Und Dennis bleibt nichts anderes übrig, als sich auf Next zu verlassen. Und der hat jetzt seine Sache gut gemacht. Das war natürlich ein kleines bisschen bitter. Dennis hat sich extra auf den Spot zurückgezogen. In der Hoffnung, dass er dort mit der wenigen Munition noch auskommt. Und er hat auch noch jemanden ausgeschaltet. Jetzt sehen wir den Pause-Call. Cillian sieht das aus, dass er aber ordentlich rumruckelt. Ich hoffe, das ist nichts Gravierendes. After Reboot PC. Also werden wir wahrscheinlich gleich ein bisschen längere Pause erleben.
Gut. Abwarten und Tee trinken, ihr kennt das Ganze mittlerweile. Und ich denke, sobald er wieder da ist, kann es auch direkt weitergehen. Ja, Panda Sports eben auf Inferno, für alle, die es nicht gesehen haben. Mit überwiegend, ich sage extra überwiegend, solider Leistung. Ein, zwei dickere Fehler haben sie sich schon erlaubt, die durchaus auch richtig gefährlich geworden sind. Die eine Runde ist gerade nochmal so gut gegangen. Aber alles in allem war das auf jeden Fall gut genug, um zu sagen, okay, verdient die erste Map gewonnen. Und wenn sie so weiterspielen, wie sie es eben auf Inferno gemacht haben, und wenn die Copman Wolves dann nicht noch erheblich einen drauflegen, dann hätten sie es hier wahrscheinlich auch dann verdient, die zweite zu gewinnen. Also von der Spielstärke alles in allem Panther auf jeden Fall besser. So, jetzt kümmern wir uns erstmal um die zweite Runde. Es sieht so ein bisschen aus, als ob die Wolves hier den Baseboard ins Visier genommen hätten. Zwei Leute gehen direkt runter. Da kommt Dennis offensiv. Und er ist erstmal direkt von der Galil gegrüßt worden. Und das ist Peter. Next hat da unten die P90. Er muss jetzt auch nicht durchdrücken. Zwei Leute hat er. 50 Schuss ist eine ganze Menge. Da kann man ein bisschen rumpredikten noch. Oh, schön vom lieben Next die dritte Runde. Den dritten Frag. Aber Snappy hat ordentlich aufgedreht. Also die eine Galil, die sie da zusammengelegt haben, die könnte sich gelohnt haben. Snappy hat schon vier. Nein, drei hat er. Sorry. Speedy geht down. Schöne, schöne Runde von Snappy. Sau stark gemacht. Und Panther verliert die zweite Runde damit. Also, interessante Taktik, die Copman Wolves da gewählt hat. Aber es ist gut aufgegangen. Sie haben, wie gesagt, ein bisschen zusammengelegt. Er hat die Rüstung gekauft und die Galil wurde dann von jemand anders gedroppt. Und dementsprechend konnten sie dann mit einer Waffe antreten und die hat ihr die ganze Arbeit gemacht. Und da denke ich, kann man Panther auch gar nicht so einen großen Vorwurf machen. Das war einfach saustark gemacht. Dennis hat sogar kurzzeitig nochmal offensiv gepiekt, hat es ja mitbekommen und ist noch in Deckung gekommen. Jetzt versuchen es die Deutschen nochmal mit dem Force-Buy. Auch Christy hier mit dem 4 unterwegs. Und in der Mitte Dennis. Oh, der hätte den haben können. Kleinen Ticken höher geschossen. Dann wäre er weg gewesen. Und jetzt sind sie doch Mitte raus. Das sollte gut funktionieren. Panther hat spekuliert auf den A-Spot. Next. Jemand, der dafür bekannt ist, sehr, sehr stark, vor allem mit der 5-7 zu sein. Aber wie viele Möglichkeiten sich ihm hier noch bieten werden, das wissen wir nicht. Auf jeden Fall nicht gesetzt. Ah, die Galil wäre natürlich ein lohnenswertes Ziel, hier in Sicherheit zu bringen. Und dann die Copman Wolves sich komplett verziehen, könnte Next das auf jeden Fall machen. Also ich denke, vier Waffen hier durchzubringen, das sollte sich lohnen. Vor allem die vier Rüstungen. Dann kann man in der nächsten nochmal was ähnliches spielen. Und das ist eigentlich der große Vorteil, der mit einem Stack erreicht werden kann. Also sollte der Gegner auf den anderen Spot gehen, auf dem man nicht sitzt, dann hat man die Möglichkeit, auch viel Equipment durchzubringen und das nächste Runde nochmal zu versuchen. Und sollte der Gegner auf den Spot kommen, auf dem man sitzt, hat man halt erhöhte Chancen, da dann auch die Runde vielleicht zu holen oder zumindest sehr viel Schaden zu machen. Also bin immer ein Freund von Stacks in diesen Force-Buy-Runden. Macht taktisch auf jeden Fall sehr viel Sinn. Ja, dementsprechend das Equipment noch ein kleines bisschen besser als in der letzten Runde. Der Nachteil hat man natürlich an der Stelle dann auch, dass der Gegner auch gute Chancen hat, sein ganzes Equipment durchzubringen.
Man möchte ja eigentlich auch viel Schaden machen. Aber es geht ja schlichtweg in dieser Runde jetzt auch erstmal ganz gut. Und Snappy mit seiner AWP. Ganz gut, dass es in Anführungszeichen nur Troubley war, der natürlich in dem Moment keine wirkliche Waffe verloren hat. Und Chrissy auf dem Armspot. Von ihm wird viel abhängen, wenn sie den Go spielen. Und danach sieht es momentan aus. Guckt euch diesen Hagel von Granaten an. Crystal. Schöne Positionswahl da oben an der Smoke. Kann sich nochmal neu positionieren. Auch da den Headshot gesetzt. Jetzt wäre es natürlich wichtig, ein kleines bisschen in Deckung zu kommen. Hinter ihm steht Speedy, der versucht seinen Rücken zu haben. Speedy. Er hat ihn. Und richtig viel Schaden gemacht haben sie auf jeden Fall schon mal. Und wenn Next über kurz durchkommt. Schöne Offensive, Flash ist auch stark gespielt. Und Speedy erfolgreich. Penta holt sich die Runde zurück. Und es hat sich alles wunderbar ausgezahlt. Sie haben es sauber runtergespielt. Schöne, schöne Aktion von Crystal. Und wir werden ein 2 zu 2 sehen, sobald die Bombe hier durch ist. Also Penta revanchiert sich so ein bisschen dafür. Und jetzt haben wir dann wieder eine weitere vernünftige Waffenrunde. Die gelegte Bombe macht es möglich. Kopfmann-Wurfs können ganz komfortabel kaufen. Ich glaube, mein Chat ist ein bisschen ausgestorben. Kann man nicht vorstellen, dass bei 3.500 Leuten hier niemand schreibt. Das stimmt da nicht ganz. SMF, kurzer Blick Mitte raus. Das ist auch Standard. Die Flash war ein kleines bisschen kurz. Lass hier nochmal zeigen. Da unten ist der Marker auf dem Boden. Und wenn er hier um die Ecke gestanden hätte, dann wäre er davon nicht blind gewesen. Chris hat seinen Frag gezogen, hat sich erstmal zurückgezogen. Sauber. Aber jetzt soll es ein B-Split geben und Penta muss sich genau überlegen, wie sie damit umgehen. Nur einfaches Flashen wird dann nicht helfen. Nicht gut gespielt von Penta. Sie hatten sich anders in Position gebracht. Hatten gedacht, dass sie vielleicht die Cutters halten können. Aber die Flashes reichen ja nicht, um drei anstürmende Spieler komplett abzuhalten. Deswegen immer ganz wichtig, dass man in eine Richtung auch zieht. Und der Frag von Snappy, der sollte hier die Runde halbwegs dicht machen für die Kopfmann-Wurfs. Sie entscheiden sich vorne raus zu pushen. Schöne Aktion. Crystal stand alleine, wusste natürlich dann ganz genau, dass Speedy über die Cutters kommt. Und genau die richtige Entscheidung. Das war richtig schön gemacht. Das muss man den Kopfmann-Wurfs auf jeden Fall hoch anrechnen. Haben innerhalb von einer halben Sekunde entschieden und das auch durchgeführt, dass sie direkt dann Richtung Tor rausgepusht sind. Win. 3 zu 2. Penta muss sparen, denke ich. Sie könnten sich eigentlich überlegen. Nur Troubley hat kein Geld. Der Rest könnte kaufen. AWP wäre dann natürlich nicht drin. Ich glaube, da wird noch ein bisschen diskutiert, ob man es machen soll oder nicht. Und jetzt haben sie sich entschieden, dann doch zu kaufen. Richtung kurz. Kriegt er noch eine Flash von seinem Mate? Und Penta steht klassisch so ein bisschen auf Linie, nennt man das Ganze. Also hier diese Linie ist gemeint. Dann ist man natürlich etwas anfälliger für den B-Spot. Und die Kopfmann-Wolves, sie haben sich ein gutes Gespür bewiesen. Und hier ganz langsam raufgeschlichen. Und Next hat so ein bisschen im Gefühl, dass er jetzt hier viel Schaden machen müsste. Ist die Frage, ob man das 5 gegen 5 überhaupt noch vernünftig abwehren kann. Runde ist schon ordentlich angeschossen. Oder 5 gegen 4 sogar. Total. Ich glaube nicht, dass das so einfach ist, da noch ein Retake zu spielen. Und ich glaube, Penta hat diesen Stack auch wieder so ein bisschen darauf ausgelegt,
Wenn es eben gut geht, dann haben wir die Jungs auf der richtigen Seite. Und wenn es schief geht, wenn die halt direkt einen B-Go machen, dann, so sei es, safen wir halt unsere Waffen. Kriegen die Kopfmann Wolves die Runde mehr oder weniger kampflos. Die Richtung lang unterwegs. Hat auf jeden Fall die Dänen da verjagt. Die haben sich nach der Flash schon nicht mehr drauf eingelassen. Und jetzt kommt eine sehr wichtige Runde. Vor allem, wenn man bedenkt, dass Panther dann gleich pleite sein würde. Troubley hat wieder kein Geld. Schöner kleiner Offensiv-Move von Dennis. Den spielt er öfter. Und oftmals ist es auch ganz gut erfolgreich. Also es gehört auch so ein bisschen zum Spielstil von Panther hier auf das 2 dazu. Und ja, Dennis und Offensiv, das haben wir noch im Kopf. Wer das Spiel auf Cash gesehen hat. Da ist Dennis wirklich jede Runde irgendwo offensiv gegangen und hat eigentlich immer Frags gezogen. Das war natürlich so ein bisschen Ausnahmesituation, keine Frage. Und das, was wir da sehen, ist auch ganz interessant. Jetzt hat Panther sich ein bisschen auf den anderen Spot eingeschossen. 3 Leute auf B. Und Troubley, der ja eigentlich relativ wenig Equipment hat, deckt den A-Spot. Aber es könnte gut funktionieren. Sie müssen natürlich trotzdem schauen, dass sie die Kontrolle hier so ein bisschen auch über die Mitte haben. Gegen Flash wäre wichtig. Crystal, direkt down. Bisschen zu wenig Schaden gemacht. Next. Kann die Waffe wechseln. Und das könnte gelohnt haben. Jawohl, schön gemacht. Panther hat es gut antizipiert, dass Kopfmann Wolves da unbeirrt weiter auf den B-Spot gehen wird. Und ich glaube, jetzt werden wir so einen kleinen Reset haben. Die Dänen werden sich sicherlich ihre Taktik so ein bisschen neu ausrichten. Und Panther kann dann auch erstmal wieder auf die Standarddeckung übergehen. Jawohl, wir werden 3-2 sehen. Und was natürlich jetzt an Mindgames passieren könnte, ist, dass die Kopfmann Wolves das so ein bisschen vorhersehen und sagen, okay, vielleicht werden sie jetzt den B-Spot eher weniger wieder decken. Und dann würde es sich lohnen, den einfach nochmal anzugreifen. Aber das ist dann wirklich so... Ich denke, dass du denkst, dass ich denke, dass du denkst. Und das wieder Dennis offensiv. Die Flash hat nicht funktioniert, deswegen geht er nicht rum. Wird wieder erstmal kurz gecheckt. Bisher hat Panther dann nicht wirklich gedeckt. Eine Runde hatte ich Crystal mit der AWP dort gesehen, der dann mal einen Pick gesetzt hat, aber sich dann auch zurückgezogen hat. Kurz halten ist ja auch immer so eine Sache. Das kann man eigentlich nicht wirklich oder nur schwer. Die meisten Teams versuchen dann wirklich mit der AWP da einen Pick zu setzen und dann in Deckung zu gehen. Und jetzt sieht es aus, ob die Kopfmann Wolves hier über kurz einen Go vorbereiten Richtung A. Und ist einer runter, Crystal. Der zieht sich erstmal zurück, muss auf jeden Fall Backup bekommen. Speedy hat ihn nicht richtig gedeckt. Hat natürlich immer so ein bisschen den Blick gehabt, dass vielleicht noch jemand langkommen könnte. Und da hinten in der Ecke steht noch Troubley. Troubley, schön, nochmal Headshot gesetzt. Eine Nade zum Spot, würde auf jeden Fall noch jemanden ausschalten. Oh, Cillian kann gegen Lang noch einen Frag setzen, obwohl da nur noch ein paar AP vorhanden sind. Next, rauf Richtung Spot. Die Bombe liegt schlecht für MSL. Das weiß natürlich Panther nicht, aber der braucht zu lange. Und wenn er ihn dann nicht aus dem Sprung holt, dann wird das nix. Und damit der Ausgleich für Panther. 4-4. Schön gespielter Retake, sauber gemacht. Crystal ist ein kleines bisschen alleine gewesen. Er hat sich zurückgezogen, hat vielleicht gehofft, dass Speedy ihn unterstützen kann. Aber der hatte zu viel Schiss davor, dass Lang um die Ecke kommen könnte. Trotz allem ist das gut gegangen. Und jetzt gibt es wieder einen kleinen Offensiv-Move. Crystal ist schon Cutters. Das sehen wir absolut überhaupt nicht im Blick. Saubere Smoke. Macht natürlich den Anschein, als wenn der Gegner sich da erstmal zurückziehen würde. Dummerweise ist Next jetzt auf B gefallen. Oh, Snappy hat es im Blick. Und unten in der Mitte ist die Bombe gefallen. Wie konnte das denn passieren? Jetzt zielt er die AWP an. Schöner Schuss von Snappy. Und eigentlich ist jetzt der Zeitpunkt gekommen, sich auf die Bombe zu hocken. Und das Ding auszubrüten. 5-4. Schöne kleine Offensivrunde von Panther. Gefällt mir sehr gut, dass sie in solchen wichtigen Runden
dann auch solche Aktionen starten. Gerade wenn es ganz wichtig ist, ist es oftmals auch gut, den Gegner dann unter Druck zu setzen. Etwas Unerwartetes zu spielen, weil wir haben es gesehen, Aesirion vor allem war absolut nicht darauf vorbereitet. So, mit dem Messer in der Hand die Karte runtergehüpft. Und jetzt geht's Mitte raus. Und so schnell kann's gehen. Jawohl, wunderbar abgewehrt. Schnell lang raus. Dennis, jawohl. Snappy wurde abgestellt. Versucht sein Glück mit der AWP Richtung Spot. Da vielleicht noch einen Pick zu setzen, aber das sieht nicht so aus, als ob ihm jemand den Gefallen tut. Da ist unten, er hat ihn. Nach und nach kommt Dennis auch offensiv. Der ist mittlerweile mit AWP schon Cutters aufgepusht. Jawohl, Frag sitzt, Bombe down. Und SMF steht jetzt plötzlich ganz blöd da. Und da noch reinzurennen ist dann wiederum unnötig. Das muss nicht unbedingt sein. Jetzt lassen sie SMF auch die Bombe picken. Richtige Entscheidung meiner Meinung nach. Snappy, den haben sie da vergessen, wie es aussieht. Oh, Crystal, Bombe down. Jetzt kommt die AWP da rum. Crystal sieht nach wie vor noch nichts. Oh Gott, Snappy, wenn der den zweiten Fake auch noch holt. 10 AP. 1 gegen 2 Situation. Bombe sollte geplantet werden können. Keine Granate mehr da. Aber Crystal eben mal schön hochgehüpft. Und Snappy zerlegt. Jawohl, 7 zu 4. Und es wird immer besser, was Panther Sports da macht. Die Frage ist, wie oft kann man diese Offensivrunden noch spielen? Jetzt wäre es vielleicht mal wieder an der Zeit für was Defensiveres. Da die Kopenhagen Wolves jetzt mit wenig Geld in die Runde gehen sollten. Ja, Dennis überlegt noch. Versucht jetzt seinen Mate einfach nur zu decken. Und das Sehen steht da schon oben mit der Flash bereit. Das könnte bitter ausgehen. Ich denke mal, da kommt sie auch, bevor jemand Cutters runtergeht, müsste die Flash und das Sehen angefordert werden. Da kommt sie. Crystal sieht gar nichts. Trotzdem hat Dennis auch seine Rückendeckung ein bisschen. Oh, er ist aufgeflogen. Warum pusht er dann nochmal rein? Die Aktion war bis dahin absolut flawless runtergespielt. Sie geht schon absichtlich auf die CZ, einfach um hier nicht mit wenig Munition dazustehen. Troubley auf Code, so muss er schauen, dass er da wegkommt. Und dann kommt Snappy mit der AWP rum, der hat ihn verfehlt. Schön gemacht von Troubley. Ganz wichtig, dass er da nicht gepickt wird. Crystal wieder ticken offensiv und das wiederum ist jetzt eine geile Aktion, weil damit rechnet niemand. Das würde in der Situation kaum einer machen. Jetzt heißt es wieder defensiv gehen, man hat den Überzahlvorteil wieder rausgespielt. Das finde ich ein bisschen zu riskant, was sie da machen. Trotzdem geht's gut aus. MSL hat den Fokus nicht Richtung lang. Letzter Verbleib mal Snappy, der ist auf kurz angesagt. Sollte also die Bombe vernünftig gelegt bekommen. Troubley ist da nicht rechtzeitig dran. Aber es gibt gute Retake-Möglichkeiten. Wenn Snappy hier nicht alles zerlegt, dann geht er down und die Runde geht an Panther. Aber ich glaube, dieser Moment, der ist auch unglaublich schwer abzupassen. Es ist extrem schwer, immer wieder den Wechsel zwischen offensivem und defensivem Spiel zu finden. Und Panther testet da so ein bisschen nach und nach ihre Grenzen aus. Und die Ergebnisse, die sprechen auch für sich, muss man einfach ganz klar sagen. Next 18-4. Das sieht natürlich gut aus. Ist auch so ein bisschen eigentlich auch immer seine Map gewesen. Auf das 2 konnte man auf Next einiges setzen. Und Dennis...
Ja, Tatsache, Snap wieder oben geflasht bekommen. Warum der dann stehen bleibt, ist mir ein Rätsel. Nochmal Dennis, schön. Vorteil rausgespielt. Jetzt wäre es wieder an der Zeit, defensiv zu gehen. Oh, wird ordentlich getackert. Zum Glück hat die Waffe 20 Schuss. 9 zu 4. Von kurz kam auch offensiv. Donny Kopman Wolfs, die müssen jetzt eigentlich nochmal in die Eco gehen. Und ich hoffe, dass er kennt Penta. Denn jetzt ist wieder angesagt, auf ein vorsichtigeres, defensiveres Spiel zu gehen. Vier Spieler Richtung A. Bin mal gespannt, was das wird. Crystal zieht jetzt nach. Waren vielleicht auf einen langen Rush eingestellt. Aber Dennis braucht auf jeden Fall Backup. Oh, Speedy geht down. Und das ist natürlich bitter für Dennis, denn der steht da mitten auf dem offenen Feld. Oh, kommt noch rechtzeitig weg. So, wichtig, dass der Spot eingenommen wird. Vielleicht auch eher den Blick Richtung kurz. Das wäre interessant. Crystal pusht darum. Und Asilien mit der geklauten AWP. Und die Runde werden sie wahrscheinlich verlieren. Zurückzuführen ist das Ganze auf die Offensivaktion auf Lang. Also es war nicht mal so wirklich offensiv, aber es war halt einfach zu riskant, wenn man bedenkt, dass der Gegner wahrscheinlich Eco haben muss. Jetzt hat die Bombe nicht gelegt, also ist da nur 3 und ein bisschen zerquetscht drin. Das heißt, im Maximalfall ist es ein Force-Buy. Oh, schöne Idee von Ex, einfach rauszupushen. Saustark gemacht. Und wenn er jetzt da den Bombenleger direkt erwischt, das kann doch nicht wahr sein. Die Kopfmann-Gurfs haben tatsächlich die Bombe gelegt. Next, deine Chance. Zieh es durch, Junge. Zieh es durch. Grober Fehler von unten. Da kommt er niemals lebend noch ran. 10 zu 4. Saustark gemacht von Nex. Aber Hunden, da kann er nicht durchblenden. Das darf er nicht bringen. Und Penta kommt so ein bisschen mit einem blauen Auge davon. Aber unglaublich stark von Nex gemacht. Dass er da die Ruhe bewahrt hat in diesem Moment. Und geistesgegenwärtig gesagt hat, ich husch da hinterher, ich schnapp mir die Jungs jetzt. Und das war allererste Sahne von Nex. Das war Spielverständnis auf höchstem Niveau. Decision Making. Also, da habe ich größten Respekt vor, was er da gerade gemacht hat. Trotz allem muss man natürlich sagen, das von unten, das ging gar nicht. Er darf nicht die Bombe legen, so weit wie sein Mate von ihm weg war. Und der war bekannt. Nex hat auf ihn geschossen. Die wissen ganz genau, jeder wusste ganz genau, wie die Situation ist. Trotzdem, die Entscheidung, da direkt runter zu pushen, die war sahnig. Ja, Penta versucht es mit dem direkten Langpush. Da sind 2 Spieler, die stehen auf dem offenen Feld. Da müsste nur der ein oder andere Schuss reingehen. Bisschen bitter, dass Nexen da nicht ausschalten konnte. Ist er hinter der Smoke. Der wird sich da wahrscheinlich nicht gegen 4 Leute durchsetzen können. Trotzdem schöne Granate, die hat ordentlich geklatscht. Aber was sage ich da? 3 zumindest nimmt er mit. Das war so ein bisschen Selbstmordattentäter. Und was auch immer Isena gesehen hat. Smoke sieht, ihr kennt es. Für den, der spielt, manchmal ein bisschen anders aus als für den Spectator. So, 11 zu 5. Penta versucht es mit einem Force-Buy. Warum auch nicht? Irgendwie auch logische Konsequenz. Hatten die Bombe nicht gelegt.
Crystal auch nicht angeflasht. Das ist alles ein bisschen auf Retake gespielt. Die Goldman Wolves haben da den Spot nicht wirklich gedeckt. Und das kommt eigentlich Penta auch ganz gut gelegen. Dann können sie die Bombe vernünftig legen. Und mit der neuen, oder relativ neuen Möglichkeit, ist ja gar nicht mehr so neu, da auch Richtung Kurz zu blenden. Da gibt es gute Möglichkeiten, die ganze Sache hier auch zu verteidigen. Schöne offensive Flash, aber Trouble hatte den Blick zur Wand. Und als sie ihn gebraucht haben, da war er zur Stelle. Jetzt kommt SMF von lang und Kurz ist auch gefallen. Es ist zu riskant, den Spot of Retake zu spielen. Und wenn Penta das hier halbwegs sauber runterkriegt, dann könnte es funktionieren. Schönes Zusammenspiel, dann nochmal die Flash rauszuholen. Sehr, sehr schön. 12 zu 5, Penta Sports holt sich die zweite Runde. Ich versuche es mit dem schnellen Bego. Ihr wisst, dass ich da kein Freund von bin. Aber das sieht halbwegs gut aus. Hunden hat da noch ein bisschen Schaden gemacht. Direkter B-Rush gegen Eco finde ich viel zu riskant. Er geht freiwillig durch so ein kleines Loch da in den Nahkampf gegen die Pistolen. Und Nex hat den anderen erwischt. Zum Glück hat die Waffe 32 Schuss. Tack, tack, tack. Und das Alien wartet auch noch ab. 13 zu 5. Und die Kopenhagen Wolves entscheiden sich zu kaufen. Das bedeutet, wir werden jetzt hier 5-mal Farmers sehen. Eventuell M4 ohne Rüstung, aber das Ergebnis ist ungefähr das gleiche. Also 5 Farmers. Next auch noch mit Scout unterwegs. Hat keinen Hit gesetzt. Trouble versucht sein Glück auf lang. Ja, das wäre zum Beispiel eine mögliche Bugsmoke gewesen. Die kann man, glaube ich, immer noch werfen oder wieder. Na, no. Willkommen zurück, Chat. Ich sehe gerade, jetzt geht's wieder los. Alle sind wieder am Start. Genau rechtzeitig zum Push von Panther Richtung lang. Snappy konnte sich wegdrehen. Aber da hat er ordentlich verschossen. Trouble, was für ein schönes Brett. 14 zu 5. Ich glaube, jetzt ist hier definitiv der Lauf für Panther da. 2 Runden trennen sie noch vom Finale. Und das wär's doch hier. Panther wird immer stärker. Und die Kopenhagen Wolves, sie brechen noch einfach ein bisschen ein. Und hier ist definitiv Man of the Match dann Nex. Nicht nur, weil er die meisten Frags hat, sondern auch wegen dieser unglaublich schön gespielten Aktion da in der Mitte. Runden ist da noch unentdeckt. Das könnte richtig bitter werden. Jetzt versucht er natürlich irgendwo ranzukommen. Und ist dann noch völlig unentdeckt. Hat ein kleines bisschen zu viel gewollt. Speedy hat ihn gerade noch rechtzeitig gefunden. Und das sollte die 15. Runde werden. Was macht SMF? Ich glaube, der gibt hier schon ein kleines bisschen auf. SMF? Ja, die ABP da durchzubringen ist ein bisschen illusorisch. 10 Matchpoints für Panther Sports. 10 Runden die Möglichkeit, hier ins Finale einzuziehen. Und morgen 19 Uhr und bitte guckt es euch an. 5-mal AWPs, da wird das Gewitter gleich durchgehen. Stalin-Orgel ist rausgeholt. Und kein Hit bei 5 AWPs. Na gut, es waren nur 4, die angezielt haben. Asilien. Und ich glaube, das ist von Panther jetzt auch ein kleines bisschen Fun Gaming. Und dann fliegen die Shots auch rein. Dann haben wir noch Snap E auf Lang. Auch er wird von Dennis mit der AWP gepickt. Ich bin mal gespannt, ob die AWPs ihnen da so ein bisschen im Weg stehen. Christy schießt schon fleißig ohne Zoom. Das ist doch ja eine Runde zum Genießen. 16 zu 5. Panther Sports gewinnt. Und das deutlich und wunderschön anzusehen. GG, well played, man of the match, auf jeden Fall Nex. Also wie gesagt, ich sag's an dieser Stelle noch wieder, ich müsste mir eigentlich meinen Hut besorgen, damit ich meinen Hut auch zücken kann vor Nex. Die Runde in der Mitte, die ist wirklich was für ein Klatsch-Movie.
Ich weiß nicht, ob das so vielleicht überhaupt so gut zu sehen ist manchmal von außen. Dieser Gedankengang. Er geht rum in die Mitte. Er weiß, dass ein oder zwei Leute Mitte raus sind. Wahrscheinlich sogar beide. Oben in der Mitte, den hat er gesehen. Das heißt, er schießt auf ihn kurz, merkt, dass Mitte weggeht. Die meisten Spieler würden Richtung oben Mitte anziehen. 90% der Pros würden Mitte oben anziehen. Was macht Nex? Entscheidet in einem Bruchteil einer Sekunde direkt Mitte rauszuhüpfen. Weil der oben rechts, der Spieler, der wird sich sicherlich ein kleines bisschen noch bedeckt halten. Der wird ein, zwei Sekunden brauchen, bevor er vielleicht mal wieder rumpiekt. Vielleicht sogar noch länger. Nex rennt sofort Mitte raus, erwischt den Spieler in der Mitte, kriegt mit, dass jetzt, und hat direkt im Kopf, okay, der Spieler hinten in der Mitte ist so weit weg, wenn ich jetzt vorne den Bombenleger hole, dann kann ich die Runde holen. Hunden ist so blöd und legt durch, ganz klarer Riesenfehler. Und, tja, Nex nutzt die Gelegenheit, schießt ihn tot, defuse die Bombe. Wunderschön gespielt, vor allem natürlich, also das andere danach war relativ Standard, aber vor allem diese Entscheidung, in einem Bruchteil einer Sekunde zu sagen, okay, ich hüpfe direkt mit raus. Also, grandios, grandios. Und damit hat sich Nex bei mir auf jeden Fall einen dicken Stern in meinem Scoreboard im Kopf verdient. Ja, damit haben wir die Matches heute durch. Wir sehen dann Panthersports dementsprechend morgen im Finale wieder. Und dann gucken wir uns mal ganz kurz an, was da auf dem Programm steht. Best of Five wird gespielt und da warten die Jungs von Aligon, die sich vorhin durchsetzen konnten, gegen Dignitas, genau. Einfach mal bei uns auf der Page. Und da haben wir den Gegner auch schon. Ich denke, wenn das Caching hier nicht im Weg steht, dann wird es auch schon eingetragen sein. Best of Five wird gespielt ab 19 Uhr, ähnliches Format wie heute. Und dann sehen wir uns wieder, wenn es morgen heißt, Aligon gegen Panthersports. Die große Chance für die Jungs von Panther, in diese elitäre Gesellschaft dort in der CCS Kickoff Season einzuziehen. Wir haben wirklich die besten Teams der Welt da oben und das wäre für Panther auf jeden Fall eine Chance, nochmal ordentlich Erfahrung zu sammeln und natürlich vielleicht auch ein kleines bisschen Chancen auf Preisgeld zu haben. Also, bis morgen, schlaft gut, ich wünsche euch noch einen schönen Abend und da es 0.08 Uhr ist, weiß ich nicht, kann ich es euch nicht versprechen, vielleicht streame ich nachher noch ein bisschen Diablo oder so, kleiner Casual-Stream, wenn mir langweilig ist, aber wie gesagt, keine Versprechungen. Sehen uns morgen wieder 19 Uhr hier zum Finale des Qualifiers Nummer 2, macht's gut, bis dann.